Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Arena im Hearthstone. Ja, und heute habe ich mir Unterstützung geholt, nämlich der liebe Andreas ist heute mit dabei. Ja, hallo zusammen. Ja, und er wird mich heute gut beraten bei vor allem den Karten und auch bei dem Spielen direkt und direktes Input, ja. Mal gucken, das werden wir diesmal wahrscheinlich besser hinkriegen als die anderen Arena-Runden vorher, ja. Ja, schauen wir mal. Letztens hast du ja einen Sieg gemacht. Also es könnte noch ein bisschen schlimmer werden, aber ich hoffe es natürlich nicht. Ja, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ja. Mit Glück oder so. Wir haben ja ein paar Chancen. So, und wie ich ja schon in der letzten Runde gesagt habe, habe ich mich im Prinzip schon für den Hexenmeister entschieden. Ja. Und wir haben übrigens nicht, wie ich dir gesagt habe, einen Paladin und Schurken, sondern Jäger, Hexenmeister und Druiden haben wir am Start. Und ja, ich bin eigentlich immer noch für den Hexenmeister. Ja, dann nehmen wir den doch. Dann nehme ich den mal. Ja. So, und noch zur Aufnahme kann ich kurz sagen, die Kartenauswahl können wir leider nicht übertragen, deswegen muss ich ein bisschen erzählen, was angeboten wird und dann wird mir Andreas einfach sagen, welche Karte und na, wir diskutieren vielleicht mal drüber. So, und zwar, die erste Karte ist der uralte Magier. Ja, den hast du mir ja letztens schon sehr schlecht geredet. Dann haben wir Teufelskanone, fügt am Ende eures Zuges einem Nichtmech 2 Schaden zu und die Zierattrappe mit 0,2 den Spott. Ja, möchtest du ja? Also da du mir gesagt hast, der uralte Magier ist nicht unbedingt so gut und ich glaube, die Zierattrappe ist mit Spott, also mit 0,2er auch nicht so perfekt, deswegen denke ich eigentlich die Teufelskanone. Oder? Was sagst du? Im Prinzip hast du ja alles schon gesagt. Uralter Magier hat auch schlechte Stats. Teufelskanone ist okay. 4 Mana, 3,5. Ja. Der Effekt, ja, wird man halt sehen, ob der was bringt. Aber von den Stats her ist es schon ganz okay. Ich würde die Teufelskanone wählen. Dann nehme ich den. So, als nächstes haben wir die scharlachrote Fanatikerin. Ach, ich weiß gerade ja. Scarlet Crusader, heißt sie so, ich glaube. Ja, genau. Dann der Lehrwandler, also 1-3er Taunt und die Argentum Knappen 1-1 mit Gottes Schild. So. Also meiner Ansicht nach glaube ich, dass der Lehrwandler am besten ist, weil wenn ich irgendwo sehe, dass jemand Hexenmeister spielt, dann hat er den meistens mit am Start. Ja, also, ja, ich sag mal, Lehrwandler ist okay, aber das ist halt auch wieder, er hat nur einen Angriff, das ist eben, ja, das stimmt. Ist ein bisschen dünn. Also, ich würde mal sagen, die Karte ist okay, aber die scharlachrote Fanatikerin ist doch hier deutlich besser. Die hat zwar wiederum nur ein Leben, aber die hat halt das Gottesschild, ja, und deswegen muss sie zweimal angegriffen werden. Und die ist hier doch schon um ganz schönes Stück besser wie der Lehrwandler. Agent und Knappe nur ganz kurz würde ich auf einer Stufe mit den Lehrwandler sehen. Also okay. Ich würde die Scharlachrote wählen. Dann nehmen wir die. So, dann haben wir den ich glaube, Us. Also hier zerstört die Waffe eures Gegners. Dann den Söldner, der Venture Co. Also eure Diener kosten 3 mehr. Und der Mech Warper, eure Mechs kosten 1 weniger. So, ich glaube, der Us ist am besten, oder? Ja. Weil ich denke, der Mech-Warper macht halt nur Sinn, wenn man Mechs am Start hat, natürlich. Und obwohl der Söldner vielleicht auch nicht so schlecht ist, weil er halt 7-6 ist, halt, ne? Für 5 Mana, ich weiß nicht. Genau, also fangen wir mal mit Mech-Warper an. Der hat halt solide Stats, was man so vom 2er-Drop erwartet, man halt immer 2-3 oder 3-2. Hat er, ist okay. Wie viel Mechs zwar bekommen, wissen wir noch nicht. Ne? Wir sind ganz am Anfang, kann man, ja, darauf wollen wir nicht spekulieren. Söldner hat super Stats, ne? Für 5 Mana 7-6 ist total overpowered, hat aber auch einen ziemlich starken negativen Effekt. Aber er ist trotzdem noch eine sehr gute Karte, trotz dieses starken negativen Effekts, einfach wegen dieser Stats. Ja. Also bei Arena sind die Stats einfach das Wichtigste. Aber trotzdem sehe ich das wie du, also der Us ist noch ein Tick besser, weil 3-2 solide Stats und der Kampfschrei, man hat ja doch einige Waffenklassen in der Arena, gerade der Pala wird viel gespielt, also ich würde den Us wählen. Alles klar, sehr gut.
So, Halt nur ganz knapp vor dem Söllner, ja. ja. Dann haben wir den Moloch-Gezeitenjäger, ja, also der, der noch den 1-1er herbeiruft. Dann das, den Opferpakt, vernichtet einen Dämon, stellt bei eurem Helden 5 Leben wieder her. Und dann haben wir Netzfürst der Nebua oder so, Diener mit Kampfschrei kosten 2 mehr. So, also da ich ja gehört habe, Moloch soll gar nicht so gut sein in der Arena, ja. Also ist der Moloch schon mal raus. Ja, und bei den anderen. Ich bin mir halt bei dem Opferpaket, vernichtet einen Dämon, heißt ja nicht unbedingt, dass wir gegen einen Helden spielen, der halt Dämonen dabei hat. Vielleicht haben wir einen, aber ich weiß halt nicht. Genau, also Dämonen haben ja auch nur Hexmeister, ne? Ja. Also eine von 9 Klassen. Also es ist, ja, ist die Chance einfach sehr gering, dass man da ein gegnerisches Mini mit, also wir müssten das schon auf ein eigenes Minion anwenden Ja. und da wollen wir ja nichts zerstören und ja, die 5 viel, das ist in der Arena nicht so viel wert. Also Opferpakt, das ist total Schrott. Ja. Aber Murloc ist halt auch nicht so gut, wobei halt der Weblord, also der Netzfürst, ist halt auch, also das ist ein sehr, sehr schlechtes Pack. Also das hier, Not gegen Elend. Oh. Puh. Ja, ist halt die Frage. Also ich glaube, ich würde sogar echt den Murloc nehmen. Aber es, ja, die sind wirklich alle so schlecht, die Ja, weil Karten. Diener mit Kampfschrei kostet 2 mehr. Gerade, also wir haben ja erst 3 Karten, aber der Us zum Beispiel ist dann schon auf 4 hoch und so Ja, und zum Beispiel, ja, da ja. können wir uns durchaus auch selbst ganz schön behindern und der hatte eben nur eine Tech. Ach, das, Ja. ja, ich würde, Dann glaube ich, den Murloc nehmen. nehmen wir den Müllock. Ja, ist halt alles sehr schlecht. Okay, jetzt haben wir den Grimmschuppen-Orakel, der den alle Molochs mit Ja. plus 1 bufft. Dann haben wir nochmal das Opferpaket und dann haben wir Blutsauger, verursacht 2 Schaden, stellt bei eurem Helden 2 Schaden wieder her. Ich glaube, dass es dann doch der Blutsauger wird, oder? Ja, genau, Ja. richtig. Also es ist ja leider nochmal ein sehr schlechtes Pack. Ich hoffe, das geht nicht so weiter. Also der Blutsauger ist halt auch nicht so gut. Das ist halt 2 Schaden für 3 Mana ist eigentlich zu teuer. Die 2 Leben ist nicht so viel wert in der Arena. Ah, Ja, stimmt aber schon. die anderen sind halt so schlecht. Also Blutsauger, ja. Dann nehmen wir den. So, dann haben wir den Schlingendorn-Tiger, also mit 5-5 und Verstohlenheit. Dann haben wir eine Dog Bomb, also verursacht 3 Schaden. Und Verderbnis, wählt einen feindlichen Diener aus, vernichtet ihn zu Beginn eures Zuges. Also an dieser Stelle würde ich eigentlich sagen, ich finde alle drei gar nicht so schlecht, weil 5-5 ist halt 4 Angriff, ist aber allerdings auch 5 Mana. Dann halt verursacht 3 Schaden für 2 Mana, finde ich gar nicht so schlecht. Und Verderbnis finde ich aber auch nicht so schlecht, wenn halt was Hohes ist, einfach so weg damit. Verderbnis ist eigentlich keine so gute Karte, weil das Problem ist, die wird halt erst zum Beginn unseres nächsten Zuges vernichtet. Ne? Also wir sp spielen halt die Karte und dann kann der Gegner damit halt noch was machen, kann damit eben nochmal drehen und ist nicht so gut. Klar, wenn man da irgendwie Force Tank Max mit erwischt oder so, könnte es vielleicht interessant werden, aber sehr situativ. Dunkelbombe hingegen, zum Beispiel, wenn man es gerade mal mit Blutsauger vergleicht, was wir da vorgewählt haben, ne? Blutsauger, 2 Schaden für 3 Mana, hier haben wir 3 Schaden für 2 Mana, ist halt ist viel besser. Ne? Also Dunkelbombe, echt gute Karte und Schlingendorn-Tiger ist auch eine gute Karte. 5er-Stats für einen 5-Mana-Drop ist gut. Verstohlenheit ist auch brauchbar. Also ist knapp zwischen den beiden. Ja, man könnte jetzt sagen, gut, wir haben jetzt noch keinen Fünfer-Drop, vielleicht einen Tiger. Andererseits ist der Hexenmeister ist so ein bisschen speziell in der Arena, finde ich. Da kann man ruhig ein bisschen mehr Low-Drops auch picken, weil wir mit der Heldenfähigkeit immer viele Karten auch nachziehen können. Ja, stimmt. Na, also würde ich hier sogar zur Dunkelbombe tendieren. Alles klar, dann nehmen wir die mit. Ja. So, dann haben wir weltliche Ängste, nochmal Dark Bomb und Seelenfeuer. Ja, oder du erstmal. Also weltliche Ängste ist ja Mortal Coil, ne? Ich Ja, versuche das genau. immer so ein bisschen zu kombinieren mit den englischen Begriffen.
verursacht einen Schaden. Ja, sehe ich auch relativ häufig, wenn jemand Hexenmeister spielt. Ich sage Dark Bomb, wie gesagt, haben wir ja schon. Also haben wir schon, ist aber dennoch eine gute Karte. Und verursacht 4 Schaden, werft eine zufällige Karte ab. 4 Schaden ist natürlich für einen Einer-Drop gar nicht so schlecht, würde ich jetzt sagen, aber halt eine zufällige Karte. Ich denke, da geht garantiert die weg, die ich in der nächsten Runde dann unbedingt spielen möchte. Ja, kann man Pech haben, ja. Ja, weiß halt nicht. Ja, die Karten sind alle ziemlich dicht beieinander. Also wie du schon sagst, 4 Schaden für einen Mana ist natürlich total genial. Aber ja, wenn man Pech hat, wirft man dann halt gerade seine Isera ab oder so. Ja. Ne, ja, ist aber trotzdem eine gute Karte. Ja, Dunkelbombe hat man ja eben. Und weltliche Ängste ist auch gut. Also Hexmeister hat gerade auch so das Problem, Minions, die halt eben noch dastehen mit einem Leben, dann wegzupingen, ne? Was eben Magier mit seiner Heldenfähigkeit macht oder Schurke mit seiner Heldenfähigkeit, Druide, ne? Da hast du halt als Hexmeister gar nichts, außer eben durch eben weltliche Ängste. Deswegen, also ich würde, glaube ich, zu weltliche Ängste tendieren hier. Okay. Wobei die wirklich alle drei dicht beieinander sind. Also kann man durchaus auch eine andere wählen. So, dann haben wir den das Schwebender Beobachter, dann Schattenblitz und Succubus. So, Succubus haben Witter, werft eine zufällige Karte ab, ne? Dann Schattenblitz verursacht 4 Schaden und halt, ne, +2/+2, wenn euer Held während eures Zuges Schaden erleidet. Ich glaube, Succubus ist keine gute Karte. Ich würde jetzt einfach mal vermuten, ne? Ist keine so gute Karte. Ja, richtig. Dann Schattenblitz ist halt wieder im Vergleich zu dem, was hatten wir vorhin, Blutsauger halt. Jetzt machen wir 4 Damage. Vorher haben wir 2 Damage gemacht und 2 wiederhergestellt. Das ist halt ungefähr, ne? So. Und dann bei dem anderen +2/+2. Ja. Gerade weil wir noch keinen 5er-Drop haben, glaube ich eher der schwebende Beobachter. Ja, kann ich eigentlich kaum noch was hinzufügen. Also hast eigentlich alles perfekt gesagt. Succubus hier am schlechtesten. Ja, man muss halt 2 Karten investieren für den 4-3er. Das ist ein bisschen zu teuer. Ja. Schattenblitz ist okay. Und der schwebende Beobachter ist halt, sag ich mal, 90% der Fälle hat man den auf 6-6. Und das für 5 Mana ist echt toll. Und mit ein bisschen Glück kriegt man den noch höher. Ja. Als schwebender Beobachter ist hier am besten. Alles klar. Nehmen wir den. So, dann haben wir tanzende Schwerter, Dunkelschuppen, Heilerin und uralter Braumeister. Dann Todesröchel, euer Gegner zieht eine Karte. Ja. Dann stellt bei allen 2 Leben wieder her und lasst eine befreundete Karte auf eure Hand zurückgehen. Ja, da weiß ich nicht so recht. Bin mir da nicht so sicher, welche jetzt unbedingt die bessere ist. Ja, tanzende Schwerter hat natürlich tolle Stats, ne? 3 Mana-Drop erwartet man ja eigentlich so 3-3er-Stats. Die hat 4-4, ist natürlich richtig toll, aber man gibt halt den Gegner eine Karte, also das wollen wir eigentlich nicht. Also das ist die Karte nur mittelmäßig. Dunkelschuppenheilerin, ja, Stats sind, sag ich mal, leicht unterpowered, aber ja, Kampfschrei kann nützlich sein. Uralter Braumeister hat im Prinzip nahezu die identischen Stats wie die Dunkelschuppenheilerin. Kostet dafür ein Mana weniger. Ein Kammschrei. Ja, ist halt die Frage. Also ja, man könnte als Beispiel mit der scharlachroten Fanatikerin, wenn sie noch Gottesschild hat, haut irgendein Minion für 3 Schaden, holt ihren zurück und kann sie wieder neu mit Gottesschild spielen. Vielleicht kriegen wir noch was anderes. Also ich sehe den uralten Braumeister leicht vorne hier. Ja, ich muss sagen, wenn man die Dunkelschuppenheilerin jetzt nehmen würde, gerade wenn man jetzt mal guckt, welche Minions wir schon haben, die haben halt alle nur 1 oder 2 Leben, da würde das im Prinzip noch, weil, ne? Ja, genau, das auch noch, ja. Also nehmen wir das. Das ist korrekt, ja. So. Oh, Legendaries. Wow. Wir haben, ich hoffe, ich spreche den richtig, Malogros, dann haben wir Kel'Thuzad und Ragnaros. Oh Gott. Also ich weiß, dass Ragnaros relativ häufig gespielt wird. Ja, das hat ja auch 8 Damage. Das ist ja sehr, sehr, ist ja nicht umsonst eine Legendary. Ne? Dann Kel'Thuzad,
weiß ich nicht. Bitte alle, ne? Legendary. Halt. Am liebsten alle drei. Ja. Also ich sag mal, Maligos ist ja doch ein ganzes Stück schwächer wie die anderen zwei. Mhm. Weil, sag mal, wenn man die Stats zusammenrechnet, hat er eben auch 16 Stats wie der Ragnaros, aber die sind da nicht ganz so gut verteilt. Ja. Klar mag man lieber immer ein bisschen mehr Leben wie Angriff, aber hier ist doch zu ungleich verteilt, sage ich mal. Mhm. Und dann kostet so noch Mana mehr und die 5 Zauberschaden. Also wir haben jetzt auch noch nicht so viele Zauber. Ja, also ist doch, ja, nicht ja so, ist noch zu früh im Spiel. Also wir haben noch zu wenig Karten ausgewählt, als wir mal jetzt sagen können, ja, wir haben so viele Zauber, dass sich das lohnt. Also ist zu schwierig. Ja, Kel'Thuzad, Ragnaros, beide sehr stark. Ja, also ich würde Ragnaros wählen. Ich glaube, ich habe den auch so favoritmäßig. Der ist eigentlich immer top. Wobei Kel'Thuzad halt auch ganz dicht dabei ist. Ja, aber es ist das erste Mal seit langem, dass ich wieder eine Legendary in der Arena habe, muss ich sagen. Naja, also, so geht's mir auch. Also Legendary sehe ich so selten. Ach, naja, okay. So ist das halt. Jetzt haben wir die Wichtel-Explosion, dann der uralte Wächter und die Mystikerin von Kesan. Ja. Also übernimmt die Kontrolle über ein feindliches Geheimnis. Ja, na, ob der Gegner eins hat, ne? Ist man sich nie so sicher, vor allem nicht in der Arena. Kann nicht angreifen. Da, von der Karte habe ich sowieso noch nie verstanden, was die einem bringen soll, außer man gibt die noch Taunt. Und Beschwerde. Und die andere, ja, die andere kannte ich vorher noch gar nicht. Ja. Also uralter Wächter, wie du schon gesagt hast, muss man halt Taunt geben oder halt ein Silence drauf. Und ja. Das ist halt eine Karte für Constructed Decks, ne? Also in Arena ist die schlecht. Also wissen wir nicht, ob wir da was Passendes für kriegen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das anschaue, was wir im Moment haben, wäre sie im Moment total nutzlos. Da haben wir nichts zum Aktivieren. Ja. Und wissen nicht, was wir da noch kriegen. Ja, Mystikerin. 4-3er-Stats für 4 Mana ist schlecht. Und wenn man ein Geheimnis klaut, ist natürlich toll, aber ja, ist halt die Frage, ob der Gegner überhaupt welche hat. Mhm. Ne? Ist, sag ich mal, eine durchschnittliche Karte. Ja, und Wichtel-Explosion ist ziemlich gut. Mhm. Macht halt 2-4 Schaden. Also sagen wir mal im Durchschnitt 3 Schaden für 4 Mana ist ja jetzt nicht ganz so toll, ist aber okay. Und man kriegt dann aber eben noch die 1-1er dazu. Ne? Ja. Und das macht die Karte schon ziemlich stark. Also das beides in Kombination der Schaden und dann die Wichtel. Also das ist ja ganz klar die beste Karte, Wichtel-Explosion. Okay, dann nehmen wir die. Perfekt. So, jetzt haben, ich glaube, ich weiß schon welche. Wir haben den Silberrücken Patriarch, dann haben wir die Scharlachrote Fanatikerin und Höllenfeuer. Ich tendiere sehr stark zum Höllenfeuer. Oder? Ja, also Silberrücken Patriarch ist natürlich außer wir Diskussion Schrott. Mhm. Höllenfeuer ist eine gute Karte, auf jeden Fall. Problem ist halt beim Hexenmeister. Ja. Ist häufig etwas early game lastig und man fügt halt allen Leuten 3 Schaden zu. Ne? Das ist ja, halt nicht stimmt. So wie ein Flamestrike oder so, der nur auf den Gegner geht. Der geht eben doch auf eigene Minions. Aber ja, ist halt ein Board Clear. Das ist wirklich gut. Scharlachrote Fanatikerin hat man ja vorhin schon. Ist auch eine ziemlich gute Karte. Hm. Hm. Also, ja. Also, ich würde eher. Ja, ein bisschen mehr zur Fanatikerin tendieren. Ja. Wobei Höllenfeuer auch nicht schlecht ist. Also wenn du das gern beihaben möchtest, ist nicht verkehrt, wenn wir es nehmen. Ja, naja. Aber ich tendiere halt ein bisschen mehr zur Fanatikerin. Ja, stimmt schon, weil halt allen Charakteren, ne? Ja. Wir haben das ja bei der letzten Arena gesehen. Das passt halt nicht immer so gut. Kreis der Heilung, ja. Ja. Dann nehmen wir die. Fanatikerin, okay. So, dann haben wir wieder den Lehrwandler, den Lippergnom und den Frostwolf-Kriegsfürst. Ja, Lehrwandler haben wir vorher nicht mitgenommen, weil halt nur ein Angriff. Lippergnom, ja, kann man bestimmt drüber streiten. Ich finde ihn gar nicht so schlecht, weil er macht halt 2 Damage. Und Frostwolf-Kriegsfürst, ich meine 4-4. Und je nachdem, ob wir was auf dem Board haben. Und wenn wir halt nichts haben, naja. Dann ist halt 5er Drop mit 4-4, ne? Ja.
Ja, Leerwanne hatten wir vorhin schon, ne? Ist mittelmäßig. Lepra Gnome ist auch mittelmäßig, würde ich sagen. Klar, kann halt eventuell gegen eine 2-Mana-Karte mit 3-2 tauschen, aber kann eben doch einfach weggepinkt werden vom Magier, Druidenschurken und so weiter, ne? Mit den einen Leben. Ja. Ist halt ja, maximal mittelmäßig die Karte. Ja, ein Frostwolf-Kriegsfürst, klar, auf dem leeren Board 4-4 für 5 ist natürlich schlecht, aber. Ja, jetzt hier bei den Alternativen, also kann sich ja eben auch aussuchen, wann man die spielt. Und dann versucht man die ja schon eher zu spielen, wenn man eben ein bisschen was auf dem Board hat und kann sie dann vielleicht als 5-5 oder 6-6 spielen, Ja, was stimmt dann natürlich schon. wieder recht gut ist. Also jetzt bei den Alternativen, ja, schwer zu sagen. Ja, ich überlege gerade, beim Hexenmeister sollte man eigentlich mal versuchen, ein bisschen mehr Early Drops zu nehmen. Ja, naja, ich finde den Frostwolf-Kriegsfürst doch schon deutlich besser wie die anderen zwei jetzt. Wird den Frostwolf-Kriegsfürst doch nehmen, Ja, ja. dann nehmen wir den. So, dann haben wir Goblin-Leitwächter, die Kultmeisterin und Irrwissenschaftler. Also Irrwissenschaftler hatte ich ja, glaube ich, schon mal irgendwo genommen und da wurde mir gesagt, nein, lieber nicht. Und gerade liegt ein Geheimnis aus eurem Deck auf der Schlachtfeld. Naja, ob wir eins kriegen werden, ist halt fraglich und ne, ist dann mehr useless. Zieht jedes Mal eine Karte, wenn einer eurer Diener stirbt. Ich glaube, die ist ganz gut. Die habe ich auch irgendwann schon mal bekommen. Und der Goblin-Leibwächter soll gar nicht so gut sein. Ich glaube, die Kultmeisterin, würde ich sagen. Genau, also hast alles schon erzählt, ne? Eure Wissenschaftler, die Stats sind zu schlecht, Geheimnisse haben wir nicht, also der ist nur mit Geheimnissen gut. Goblin-Leibwächter, 4 Leben für 5 Mana, also auch allgemein die Stats sind nicht gut und Kultmeister ist hier klar am besten. Nehmen wir die. Dann haben wir die Schreckenshöllenbestie, der die Blutsegelräuberin und der Beutehamsterer. So, Todesröcheln zieht eine Karte, ja. Karte ist immer ganz gut. Ist die Frage halt, weil Hexenmeister hat es ja eigentlich schon mit seiner Heldenfähigkeit, aber ist halt so ohne Schaden, ohne, ne? Wunden halt. Genau. erhält Angriff entsprechend der Waffe eurer. Ja, das ist Crap, würde ich sagen, für einen Hexenmeister. Und dann ist halt wieder, fügt allen Charakteren einen Schaden zu und ist halt 6er Tor. Boah. Ich, ja. Ja, Bin mir nicht okay. so sicher. Ja, wie es schon, also Beutehamster ist eigentlich ziemlich gut die Karte, ne? Ersetzt sich selbst. Tauscht. Sag ich mal, 50% der Fälle gegen andere Zweier-Drops. Aber wie du schon sagst, Hexenmeister kann sich auch selber Karten ziehen. Aber ist trotzdem eine gute Karte. Blutsegelräuberin ist war durchschnittlich 2-3 für 2. Kampfschrei ist nutzlos für uns. Wohingegen Schreckenshöllenbestie 6-6 für 6. Solide Stats. Und ein Schaden dann noch auf alle anderen. Werden wir natürlich dann bevorzugt dann spielen, wenn mehr vom Gegner auf dem Board ist wie von uns. Ja. Also ist hier klar die Schreckenshöllenbestie am besten. Alles klar. Die würde ich hier wählen. So, dann haben wir den Blaukiemenkrieger, dann nochmal den Schlingendorn-Tiger und der Schattenblitz. Nochmal. So, also, ne, wir haben ja wieder Moloch am Start, den brauchen wir nicht. Ich glaube, Schattenblitz, haben wir die vorhin mitgenommen? Ne, die haben wir nicht mitgenommen, ne? Nee. Und den Schlingendornkrieger auch noch nicht. Ja, es hat wieder die Frage, was wir machen. Ja, also übrigens, also der Blaukiemkrieger ist hier am schlechtesten, hast schon recht, aber von den Murlocs ist er jetzt gar nicht mal so schlecht. Also so im Vergleich zu den anderen Murlocs, 2 Schaden für 2 Mana, so kann man die Karte sehen, so ähnlich wie ein Spell durch den Ansturm ist, sag ich mal, eine durchschnittliche Karte. Kann Ja. man, ist okay. Aber die anderen sind ein bisschen besser. Schlingdorn-Tiger hat man vorhin schon, Schattenblitz haben wir ja auch schon was zugesagt. Ich sehe hier den Schattenblitz.